Wir kriegen jetzt einen Beitrag zu sehen. Sag mal so, ich habe es vorhin gesehen in der Probe. Wundervoll. Diese Person, die jetzt gleich rauskommt, ist gesegnet mit ganz vielen Talenten. Wundervoller Mensch. Berührt mich jedes Mal, wenn ich sie treffe. Meine Damen und Herren, geben Sie mir einen riesen Applaus für Jasmin Jaqueri. Apocalypse Now, wir sind mittendrin. Unser leerer, schwerer Kopf ruht tatenlos auf unserem wohlgenährten Doppelkinn. Wir haben es kommen sehen, wir gucken nicht mal weg, nein, wir gucken jetzt sekündlich hin. Wir waren die gemütlichen Online-Aktivistinnen, wir haben es nicht geschafft, keine Zeit mehr. Martin Luther King 2.0. I have a nightmare. Der kluge Mann Homo sapiens hat versagt als Spezies Mensch, ein lang geplantes Attentat. Ich glaube an Gott, nicht an den Klimawandel. Don't look up. Linksruck, lass mich damit in Ruhe. In Halle, Hanau, München kam der Tod von rechts. Was sagst du nur? Dönermorde, schäm dich, so ein Wort verwendest du. Zu langes Schweigen macht mundlos. NSU, der Führergruß wieder en vogue. Genauso wie, das wird man wohl noch sagen dürfen, in der Demokratie, Kapitulation im Kapitol. Sturm auf die Bastille, QAnon, Steve Bannon, White Supremacy. Das Wort solidarisch klingt für dich nicht fremd. Wir schreiben das zusammen und nicht getrennt. Jetzt wird's haarig, Breitbart, solide, arisch, scheitert. Generation Z trifft auf die Generation jetzt. Da hilft kein Hoffen aufs Gesetz. Die Hoffnung stirbt im Netz. Weil sie erbarmungslos gefoltert wird, stirbt sie erst zuletzt. Ein gesunkenes Boot. Tu alles, damit sich 2015 nicht wiederholt. Bis dahin sind alle tot. Ein Leben retten ist so teuer. Überlassen wir das Marquardt, Teckerl oder Breuer. Sitzende Untätigkeit, keiner macht sich gerade. Um die Ortskräfte ist es aber schon ein bisschen schade. Luftbrücke sabotiert, warte. Oder häng dich an mein Triebwerk, wenn ich starte. Was weiß ich denn schon von Leid? Ich bin uncivilized, komm und wärm dich an dem Krisenherd Europa. Srebrenica bis Kiew, Mitgefühl kommt zu spät. Wir sind erst betroffen, wenn es uns angeht. Wir bleiben ewig jung, erwachsen werden wollen wir nie. Also für immer nicht verantwortlich. Peter, Pandemie, wir kriegen's nicht auf die Kette. Und jede Wette, das meistgebrauchte Wort 2050 hätte. Free Assange, schreien wir dann immer noch. Doch dacht sie nicht mehr zu ihm durch, da im Todestrakt im Kellerloch. Und die Moral von der Geschichte: Du sagst die Wahrheit besser nicht. Sie legen sich mit grauen Herren an, ich warn sie. Zivilcourage bringt sie in den Knast. Denise Amani. Wir haben ein Alphabet, das nicht jeder versteht. Dabei ist es so schön, weißt du noch, wie es geht? Next time, won't you sing with me? LGBTQIA. Rhetorik-Roulette macht keine Unterschiede. Nennt es Beziehungstat aus unerfüllter Liebe. Das sind Femizide. Mutter Erde verkauft gerodet. Texas, Taliban, Frauenhass reloaded. Und Vaterstaat sagt, mir ist alles egal. Empathie ist halt nicht Krypto, das bringt Papa kein Kapital. Sei nicht so empfindlich und so emotional. Ein Gutmensch ist was Schlechtes, merkt ihr das mal. Die Natur fleht uns an, weil sie nicht mehr kann. Ich bin froh, wenn ich euch los bin, ihr dauert eh schon zu lang. Ich nehm das jetzt in die Hand, ich rede gegen eine Wand. 1,5 Grad, ihr habt versagt, was das heißt, das seht ihr dann. Weiterfahren, schiefe Bahn,
Ihr habt nicht mal in den Kopf gekriegt, dass Tiere keine Sachen waren. Reist auf entgleisenden Schienen. Zurückbleiben bitte Richtung Ruin. Musketiere, die es nicht gut mit uns meinen. Ahmad Arbery, Planet Erde. Einer ist alle, alle auf einen. Im Darknet spielt ein Kind. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das bin ich. Bergisch Gladbach, Kinderschänder, Saubermänner unter sich. Wir wussten's nicht. Selbsthass kommt auf. Mit leeren Händen ballt man erst eine richtige Faust. Wir sind nicht vermittelbar, wir kommen hier sowieso nicht raus. Planet Erde wurde umgetauft in überfülltes Waisenhaus. Karma sollte alle holen, ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Zukunft, das war mal. Du rastest am meisten aus. Drama. Hallo Frankfurt. Hallo. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Was fällt dir ein? Wandern. Wandern? In Spanien. Wandern in Spanien. Schön. Was machst du in deiner Freizeit? Freunde treffen. Freunde treffen? Was macht ihr dann? Eine gute Zeit zusammen haben. Wie sieht das aus? Gemeinsam sitzen, essen, was trinken. Was trinkt ihr? Cocktails. Okay. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich tanze. Du tanzt? Was tanzt du denn? Hip-Hop. Hip-Hop. Wer guckt gern Netflix? Wer hört gern Rapmusik? Wer hat schon mal jemanden geküsst, mit dem er nicht verheiratet war? Wer hat schon mal nackt in den Armen von jemandem gelegen, mit ihm Liebe gemacht, mit ihr Liebe gemacht und hat die Freude des Lebens gespürt und war nicht verheiratet, sondern hat einfach seinen Freund geliebt, seine Freundin? All das, was gerade gesagt wurde. Für diese Dinge kann man im Iran sterben. Jeden Tag. Noch nie in meinem Leben war ich so traurig wie jetzt. Und dennoch noch nie so traurig wegen der wirklich wichtigen Dinge, der richtigen Dinge. Es geht nicht um eine unerwiderte Liebe. Es geht nicht um einen Ärger im Job. Es geht um Menschenleben. Und gleichzeitig war ich noch nie so dankbar für dieses Leben, das ich führen darf. Dieses Lotterielos, auf dem Freiheit steht, das ich gezogen habe am Tag meiner Geburt in Berlin. In einem Deutschland ohne Krieg, ohne Hinrichtung, ohne tagtägliche Schreie von Müttern, deren Kinder für die Dinge erschossen und öffentlich gehängt wurden, die ich hier tagtäglich mache und die mein Leben zu einem so unfassbar lebenswerten machen. Vielleicht liegt das Schönste an dieser Freiheit in der Aufgabe, diese zu nutzen für jene, die das Wort Unterdrückung, das Wort Angst, das Wort Unfreiheit auf ihrem Lotterielos der Geburt stehen hatten. Nichts ist wichtiger und nichts ist politischer als Liebe und Empathie. Lasst uns streiten, anderer Meinung sein, voneinander lernen, aber lasst uns einen menschlichen Grundkonsens festlegen. Der Moment, in dem Menschen getötet werden und Gewalt erfahren, weil sie anderer Meinung sind, weil sie anders denken, diese rote Linie darf niemals überschritten werden. Für keinen Gott, für keine Überzeugung, für kein Ego der Welt.
Die Jugend im Iran, die Jugend in Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak, Myanmar, der Ukraine, Palästina, dem Jemen, der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, den Familien in undichten Schlauchbooten auf dem Mittelmeer, egal wo das Auge hinsieht, diese Menschen, die nicht unseren Jackpot gezogen haben, haben genau zwei Optionen in ihrem Leben und keine Wahl. Entweder jetzt riskieren zu sterben oder ein Leben lang sterben. Wer einen Menschen tötet, tötet die Menschheit. Jasmin Shakiri, meine Damen und Herren.